Überzeugend war etwa kämpferische Leistung, die sehr stark war. Zum Schluss haben wir dann die Tore zum Schluss noch gemacht, aber die erste Halbzeit war eigentlich total ausgeglichen. Ja, spielfrei ist Schegau heute, deshalb haben wir ein Spiel mehr. Aber wie gesagt, das wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen dann entscheiden, wie gesagt, wie die Spiele ausgehen. Mal schauen. Die Mädels wollen jedes Spiel gewinnen, wir Trainer auch und dann schauen wir mal, was zum Schluss rauskommt. Wir haben keinen Druck. Wir müssen nicht, wenn es so ist, ist schön. Und wenn es nicht so ist, haben wir trotzdem ein gutes Saisonspiel. Egal wie die Spiele ausgehen, jedes Spiel meiner Mannschaft ist total spannend, von der ersten bis zur letzten Minute. Für heute ist es ganz besonders spannend gewesen, deshalb, weil das 4-0, dass der Endstand aus meiner Sicht zwei Tore zu hoch ausgeht. Natürlich mussten wir zum Ende der Spielzeit ein klein bisschen aufmachen. Zwei Tore sind dann relativ schnell gefallen. Wir waren von Zeit zu Zeit in den kleinen Situationen zu nachlässig. Da war uns Karlsruhe dann einen Schritt voraus und hat die dann im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt ausgenutzt. Natürlich brauchen wir Erfolgserlebnisse und Spiele nur gefühlt gut zu bestreiten mit schlechten Ergebnissen ist auf Dauer natürlich keine Option für uns. Wir wollen Spiele gewinnen, wir müssen Spiele gewinnen.
Nichtsdestotrotz war heute die Basis, ist die heute die Basis mal gelegt. Das ist die kämpferische Einstellung, das ist der Wille gewesen, das Spiel anzunehmen. Das nehmen wir mit in die nächste Woche und schauen, dass wir an den Stellschrauben Torgefährlichkeit, Effizienz vor dem Tor ein klein bisschen schrauben, sodass wir auch nächste Woche Zählbares auf unser Konto bringen.